Willkommen zurück, Freunde, zu Pikmin 3. Also, der Tag ist leider gleich vorbei und ich muss noch ganz schnell Pikmin retten. Ich muss ihn noch retten. Achso, hier lang war das. Ihr bleibt hier. So, ihr bleibt alle hier in Sicherheit. Freunde, ich habe gesagt, ja, heute, ich bin heute mal ein bisschen ruhig, ja. Ich bleib heute ganz entspannt und werde das Spiel einfach so spielen. Ich meine, ich hatte ja auch Teil 1 und 2 habe ich ja eigentlich super duper gespielt, ne? Und deswegen wird das ja auch kein Problem werden. Also ganz ehrlich, 0 Pikmin habe ich jetzt hier in freier Wildbahn und deswegen brauche ich mir keine Sorgen machen. Ne, oh, guck mal, hier ist doch alles wunderbar. Hier ist die Party ab, Alter, hier brennen alle sich die Finger wund, ne? Okay, Freunde, das war's mit dem Tag. So viele Infos hier, okay. Das war's jetzt mit der gechillten Reggae-Sprache. Ja, nicht viel geschafft hier in dem Part. Das heißt, an dem Tag hier, okay, wir haben es wieder zur Brittany gefunden, haben jetzt die gelben Pikmin. Das wird jetzt alles am nächsten Tag ein bisschen einfacher. So, 0 Pikmin sind gestorben. Also müssen wir jetzt auch nicht das hier antun, die olle Zwischensequenz. Obwohl, ich will gucken, ob wir, wenn wir starten, den Schnee voll wegschmelzen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, dum, 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 dum. Bam, 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 bam. Aber dann bin ich jetzt alleine, weil wir haben ja Brittany noch nicht. Jetzt bin ich alleine noch. Okay. Ich bin doch allein. Ich ist ganz traurig. Brittany ist jetzt tot. Oh, so ein scheiß Vieh. Ja, verdammt. Und wir haben natürlich keinen Schnee geschmolzen. Ach ja. Schade. Brittany ist immer noch gefangen. Ich habe es echt nicht geschafft. Ich war zu langsam. Hätte ich ein bisschen taktischer machen müssen. Aber okay. Ich spiele es einfach mal darauf, weil ich das Spiel nicht kenne. Egal. Nicht meckern hilft nicht. Heute habe ich keine Früchte gesammelt. So ein Mist. Ja, eigentlich wollte ich ja noch eine sammeln. Es tut mir leid, Brittany. Bitte halten Sie noch einen Tag durch. Ja, Gramsen, Gramsen, Gramsen. So, sie ist jetzt verhungert, nicht wahr? So ein Quatsch, ja. Wir müssen einen Tag sowas aufbrauchen, aber wenn mal einen Tag irgendwie verschwunden ist, dann ist es okay. Mit diesen Vorräten sollten wir eine Weile auskommen. Yo. Tag 5 zu Ende. Bericht. Ach nee, kein Bericht. So, gefallen, aber gelbe sind gestiegen und wieder gefallen. Okay. Na, leg mal los, Kumpel. Mach deinen Bericht hier. Wut? Guck nicht so. Wir folgten dem Signal des Captains in ein unbekanntes Gebiet. Durch die schlechte Sicht unterlief mir beim Steuern ein Fehler, wodurch versehentlich der Schleudersitz ausgelöst wurde und Brittany herausgeflogen ist. Ein schlimmer Schneesturm erschwerte die Suche nach ihr und man kann sich mit Erleichterung vorstellen, als ich erfuhr, dass sie in Sicherheit war. Kann sich meine Erleichterung vorstellen. Hihi. Okay, kein Problem, Leute. Wir setzen sofort erneut zur Landung an. Pennen erstmal eine Runde, ohne schlechte Gewissen, ist klar. Während Brittany da in der Kälte bei den ganzen Monstern umhergeirrt. Ach ja, Tag 6. Übel, Mann. Und wieder schön in die Sonde. So. Ach man, hätte ich die Drake nur vorsichtiger geflogen. Ich bin so ein Depp, ey. Bevor ich nach dem Captain suche, muss ich zuerst einmal einen Weg zu Brittany finden. Ja, du hast ja deinen Soll dafür schon erledigt. Es geht bloß noch, dass sie nochmal. Also ich. Hat sie jetzt ihre gelben Pikmin noch? Ich hoffe zumindest. Oh, oh. Wir müssen jetzt erstmal den gelben Zaun kaputt machen. Eis oder der Verwirrung. Das trifft's genau. Fels-Pikmin richten am meisten Schaden an, wenn man sie wirft. Na, weil sie so fett sind. Okay. Brittany, bist du noch irgendwo da? Brittany! Ah, es ist Brittany! Gleich mal an ihr rufen. So. Guten Morgen, Alf. Ach, die ist ja fröhlich drauf. Puh, ich habe die Nacht in der Höhle verbracht. Es scheint dort halbwegs sicher zu sein. Ach, puh, alles klar. Naja, aber ich habe Hunger. Das verstehen wir doch, Mann. Wir haben schon einen Saft einfach so ausgesoffen. Also beeilen wir uns besser, damit einen Weg über den Fluss zu finden. Jupp, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, er soll nicht als alleine sein. So, warte mal. 40 so eine Dinger. Und weil ich ja gleich den Mauer einruppe, 30 von den Typen. So, warte, und sie hat 5 gelbe? Was soll das denn? So, wir müssen unsere Kräfte aufteilen. So, sie ist dran. Ah, in der Höhle war sie, okay. So, sind hier nicht ein paar drin? Hat die nicht ein paar? Ha, die hat ja schon ein paar. Sehr gut. Ups, verdammt. Okay, bei ein paar Gegner habe ich ja doch eingesammelt. So, okay, kommt alle mit, meine Freunde. Kommt mit mir. Ach, ihr könnt rutschen. Rutschen! Rutschen, rutschen, rutschen. Ach ja. Und das macht Spaß. Ja, bevor er den Tod wieder entgegenschaut, noch ein bisschen Fun haben. Okay, zum Elektrozaun. Der war doch hier, zu meiner Rechten.
Genau, jetzt bin ich ja mal gespannt, Alter. Aber das ist ja alles aus Stahl, könnt ihr einfach so umruppen. Ist klar. So, wie war es das mit dem Fokussieren und B drücken? Nee. Ich muss das mal kurz üben. Also das übe ich mit einem Pikmin, ja? So, die machen ja alles kaputt. Das muss auch geil aussehen, wie das kaputt geht. So, ich übe jetzt mal, also fokussiere den Ding. Nee. Hä? Und jetzt ja mit B angreifen? Irgendein Knopf? Nee. Achso, ups. Info. Wollte ich doch gar nicht. So ein Mist. Ich weiß gerade echt nicht, was hier los ist. Hier brauche ich Wasser, Pikmin. Ich kann jetzt zwar baden, aber... Ja, nicht. So, okay, alles kaputt, danke. Schön. Die ganze Technik ist im Arsch. Kommst du mit? Hallo? Ist hier jemand? Ah! Ah! Oh Gott. Ist ja beinahe überrollt worden. Aber wie soll ich denn hier hochkommen? Ach so. Ich bin auch ein Depp. Moment. Sind wir hier in Sicherheit? Ja. So. Du musst dir Fette rüberwerfen. Fette! Njo. Hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen können. Mann, ich Depp. Ich bin ein Depp. Sagt es ruhig, Leute. So, okay, alle 30 rüber da. Alle Fetti Bulettis da rüber. Ja, ich nenne sie jetzt Fetti Bulettis. Obwohl sie eher... Ja, sind keine Buletten. So. So, das muss er reichen. Ich behalte meine roten hier. Yeah! So, dann geht's los. So, kommt her. Ich kann jetzt so viel mit denen kaputt machen. Aber nee, erst sollen die Brücke bauen, dann mache ich hier noch ein paar Restsachen kaputt. So, komm. Schleichen wir uns an dem Dicken vorbei. Ah, ein warmer Luftzug. Warm? Okay. So, das ist kaputt. Der Geysir ist befreit. So. Warte, wurden ein paar überrollt? Nee. So, okay, dann, ach, alle zusammen hier in Ruf. Geil. So, wo ist denn Vieh jetzt? Komm her. Da ist er. Nein, 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 kein Stein. Oh. Tot. Okay, der ist tot. Sehr schön. Und höpp, höpp, höpp. Oh, da ist noch einer da oben. Da oben ist noch einer. So, warte, ein paar sind ein bisschen runtergefallen. Ja, war klar. So, warte mal, ihr Gelben, gab das schon mal aus, damit ihr nachher alles abtransportiert. Das kriegen jetzt alles die Gelben. Könnt ihr nicht auch mitgraben? Wenn jetzt schon... Ah, die graben denn mit. Okay. Die damals bei den Weißen. Solange es ein bisschen ausgegraben ist, helfen alle mit. Uiuiuiui. So, okay. Und gleich auf den nächsten. Whee! Ach du meine Fresse. Nicht du. Dich krieg ich. Oh, du hast eine lange Zunge. Du bist eklig. Ah, wom, 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 auf die Augen. Das kommt. Wom, wom, wom. Ja, und rauf auf ihn. Und rauf auf ihn. Und. Oh. Verdammt. Halt, ist das sicher? Ist das überhaupt sicher, Leute? Was macht ihr? So, okay, der ist tot. Dann würde es wohl sicher gewesen sein. Du Arsch da unten. Du bist der eine Drecksau. Du kannst aufhören mit der Scheiße. Wom, wom, wom. Wom, 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 wom. Ja, voll geil. Und tot. So. Halt, wurde hier ein paar überrollt? Nee. Der ist auch tot. Was ist das hier? Was ist denn das? Ah. Okay, gelbe Pikmin, bitte ausgraben. Ausgraben, ausgraben, ausgraben. Die anderen bauen die Brücke. Ich mache jetzt hier ganz viel auf einmal. So, und du stellst dich mal auf die Brücke, um mal wirklich zu gucken. Ob die das jetzt alles zusammenbaut. Oh, halt. Njong, was wurde ausgebuddelt? Okay, sie fahren sogar weg. Das ist ja gut. Was war das? War das eine Frucht? Es war eine Frucht. Okay, wir können noch nicht rüber. Aber bald kommen wir rüber. Na. So, Info. Oh je. Sieh das Gamepad. Abschiedsgeschenk. In einem letzten kalten Gebiet kamen wir nicht umhin, ein Objekt aus Schnee zu bemerken. Es erinnerte ein wenig an ein Gesicht und ist nicht zu übersehen. Ich fühle mich immer mehr an unseren Präsidenten in Hockelfright erinnert. Das muss die Knollnase sein. Captain Olimar. Ey, das ist ja geil. Wir entdecken hier Captain Olimar-Dateien. So, aber wartet mal. So, gelbe Pikmin. Ich will mir ganz viele gelbe machen. Ganz viele gelbe Pikamins. Da. Deswegen. Ach, da ist ja der Schneemann. Guck mal. Wer hat das denn gebaut? Da ist ja dieses olle Ding da. Rechts im Bild, voll eklig. So. Okay, dann nehmen die. Ach, guck mal, die kommen alle wieder hoch, ihr jumpt. Was ist das hier für ein Ding? Das könnt ihr bestimmt auch abkriegen. Tatsächlich. Okay. Rauf, rauf, rauf. Oh, das war so klar. Dass die das natürlich nicht können. Und der letzte kommt schon. Hui! Ja. Ganz knapp, ey. So, ganz knapp geschafft. Hier sind noch ein paar Dinger. Wenn ich die Felspicken und so auch mal wieder mitnehmen. Das ist für euch. Der große Typ hier. So.
Leute, ich brauche mal ein paar von euch hier. Kommt mal her. So, sollt ihr hier mitnehmen. So, und du bist der Letzte. Das ist echt doof, dass die hier wieder immer zurückgehen, wenn dem mal was fehlt. So, ich rutsche einfach runter. Wow, yeah, Info gecheckt. Das Gamepad. Pikmin-Logie 6. Wenn Pikmin blühen, werden sie schneller. Ah, ja. Das kennen wir ja. Wuppa. Fett. Das hat mir Spaß gemacht. So, was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn da? Kann man hier auch graben? Auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Und dann noch einen dunklen. Einen dunklen. Apropos einen dunklen, da fällt mir ein. Meine Freundin. Lina, kennt ihr ja. Die hat mich erstmal darauf aufmerksam gemacht, was für ein rassistisches Spiel Pikmin doch ist. Ich meine, man verrichtet hier, die Pikmin verrichten Arbeiten nach Hautfarbe. Also, wenn das hier nicht, also, dann weiß ich ja auch nicht. So, kommt schon hier. Ihr müsst die Brücke fertig bauen. Macht mal hinne. So, ja, oh, geil, Mann. Wenn die Brücke fertig ist, dann ist hier alles so viel schöner. So könnt ihr hier graben. Sieht nach lockerer Erde aus. Ja, so, da ist noch ein Schneemann, guck mal. Und der hat sogar eine Frucht. Der hat eine Kirsche. Der Sack. Aber wie komme ich hier hoch? Wie soll ich denn hier hochkommen? Halt, von der Seite nicht. Oh. Ah. Ach so. Geil. So, du Sau bist jetzt erstmal fällig. Ist das der Hinterleib? Es ist der Vorderleib. Jetzt kommt. Alle rauf. Ja. Tut ihm das Gutes hier. Tötet ihn einfach so. Der ist down. Okay. Einsammeln bitte. Den könnt ihr aufessen. Schön aufessen. Hm. So, okay, die andere Frucht tue ich mir auch noch. Jetzt geht's erstmal richtig los hier. So, jetzt ist hier ein geheimer Tunnel. Hier ist Glas überall. Ich werde gleich mit den Pikmin... Wie soll ich denn das machen? Ich kann bestimmt die gelben da einfach raufwerfen. Ja, toll, aber... Trotzdem, ne? Ist ja irgendwie doof. Ups. Na, komm schon, wer wieder rot? So, einsammeln. So, bleibt mal alle da stehen. Ich guck mir hier an, wie die Brücke zusammengebaut wird. Oder wechsel wieder. Oh, wie die alle da stehen. 6 noch. Na, das kommt, Leute. Macht mal hinne. Macht hinne. Ich weiß, ich habe ein bisschen zu wenig da hingelassen, aber hier kann man auch noch graben, wie es aussieht. Hier ist eine dicke Dinger. Okay. Naja, wir holen uns noch die anderen. Ach, ist alles niedlich. Ist das alles putzig? So, die Frucht kann erstmal liegen bleiben, Leute. Ganz im Ernst. Was macht ihr denn da? So, ah, genau. Ich hol mal die anderen Pikmin. Ich hole sie wieder zurück. Die ja jetzt so ganz viel hier eingepflanzt haben müssten. So, Abkürzung. Wuhu! Hallo, Leute. Kommt her, Leute. So. Und wieder runter. Wuhu! Schön den ganzen Tag ausnutzen. Ich will vielleicht noch ein paar mehr Früchte einsammeln. Vielleicht klappt das ja. Erstmal hier. Schön. Schön kaputt machen hier. So, kommt her. Ich habe ja gleich mehrere Früchte. Wo haben die denn her? Egal. Wow, wow! Voll geil. So. Hier kann ich auch mal schnell kaputt machen. Wer weiß, wofür es gut ist, nicht wahr? Watz! So, nochmal. Immer schön wieder zurück, weil ich glaube, das bringt mehr. Anstatt die sich selber dagegen bashen zu lassen. So, ja, aber jetzt ist hier noch das Problem. Was soll denn das jetzt hier? Und was ist das hier? Muss ich hier vielleicht... Hier, der Fisch ist total bescheuert. Die müssen eigentlich wieder rauf. Dann werfe ich euch einfach darauf. Los, schnappt euch die Frucht. Warum schnappt ihr euch nicht die Frucht? Winken sie erstmal runter. Hallo, guck mal, wir sind cool, wa? Los, grabt das hier aus. Grabt es aus. Okay, wollen die auch nicht ausgraben? Dann eben nicht. Okay, der Tag läuft schon deutlich besser, wie ich finde. Es hilft echt, ruhig zu bleiben. Und einfach das Spiel zu genießen, nicht wahr? Ich habe immer Angst, ihr soll ja was geboten werden, wegen dem Let's Play und so. So, aber ich merke gerade, dass dem anderen Typen, ja, verdammt, dem fehlen ja auch noch ein paar Teile. Scheiße, da muss ich wohl da lang gehen. Okay, halt, ich muss mir von Bütte in die Gelbe rüberwerfen lassen. Halt, habe ich gesagt, bleib schön da. So, okay, hier hinstellen und ich brauche auch wieder Gelbe. Ah, kein Problem, Mann. Ah, Tag ist bald vorbei. Meine liegen ganzen geilen Sachen liegen jetzt da rum. Hätte ich das mal vorher gewusst. Verdammt. Okay, da kann ich auch wieder eine Abkürzung anscheinend durchtunneln. So, wie viel habe ich noch? Ich werfe ihn jetzt alle rüber.
Vorsichtig. Dann kann ich auch die Steindinger auch überwerfen. Warum nicht? So. Okay, switchen. Kommt alle her. So. Let's go! Wieder hier hochstiefeln. Okay, wissen dürfte aber keiner hier irgendwo fehl am Platz sein. Ich hoffe, es ist jetzt auch die richtige Stelle hier. So, bitte nur die Gelben. Alle rauf da. Macht das Ding kaputt. So, 1, 2, 3. Hier. 1, 2, 3. So. Okay. Das sieht super aus. Das geht hier immer mehr kaputt. Lalalala. Wie der Tacho da oben ausflippt. So scheiße, was soll das, Mann? Was ist hier los? Was soll der Mist, Mann? Ah, schön mit anzusehen, wie meine fleißigen gelben Leute hier alle zusammenarbeiten. Aber die Sonne gibt mir nur eine. Warte, so viele Pikmin sind hier noch? Oh, scheiße. Okay, achso, ich hatte ja gerade die gelben. Die dunklen. Die Steine. Mensch, Leute, ey, das ist jetzt echt so, okay. Dankeschön. So, sieht das Gamepad. Gelbe Pikmin. Gelbe Pikmin sind sehr geschickt im Graben. Ja, weiß ich doch. So, aber was, warum heben wir jetzt hier noch so viele? Warum? Achso, bestimmt, weil die hier alle tragen. Deswegen. Weil die am Tragen sind und, ja, das können die nicht verkraften. So, ich muss aber bestimmt nochmal zurück. Weil die, ja, war so klar. Da sind nämlich noch ein paar nach oben gegangen, die nämlich denken, da sind noch ein paar Scherben. Aber das ist nicht der Fall. Egal. Ach, hier steht immer einer rum. Ist klar. Wow. Komm mal hinterher. Voll geil. So, da sind die anderen drei. Kommt her. So, null Pikmin. So, das ist super. Dann machen wir hier noch weiter. Ach du heilige Scheiße. Muss ich da lang? Oder muss ich hier lang? Ich hoffe, ich muss hier lang. Hier ist noch was. Ach, hier war ich ja schon. Könnt ihr das hier ausgraben? Grabt ihr hier? Nö. Okay, dann muss ich wohl doch da unten lang. Okay, ich hoffe, ich schaffe noch die Tür kaputt. Oh, sind scheiß Elektrohund schon wieder. Ich hoffe, ich krieg noch das Ding hier kaputt. Na komm. Na komm, komm, komm. Höp, höp, 1, 2, 3. Ja, der kriegt noch. Alter, sieht so geil aus, wie das Glas immer kaputter geht. Okay, die gelben Pikmin sind da ein bisschen lame für. Höp, höp, höp. So, die machen am meisten Schaden, wenn die geworfen werden. Ach Mensch. Ding, 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 wie das gleich bringt. So. Hat sieben Pikmin immer noch? Kommt schon. Ich will das werfen. Werfen braucht mehr Schaden. Kaputt. So, null Pikmin in Gefahr. Alter Schwede. Oh, so eine Blüte, wo ich wieder Leute machen kann. Also, wo ich wieder Pikmin einfärben kann. Das ist geil. So, schöner Blick nochmal drauf geworfen. Okay. Im nächsten Part wird die Brücke aber endlich mal wieder heile gemacht. Ach, immer noch keine. Und keine Frucht. Aber ich kriege ja ganz viele nachher. Ich schaffe das, Leute. Ich schaffe das. Ich kriege das hin. Ich kriege das schon gebacken. Hey, wäre doch kein Schlacknacken. Ich bin doch kein Specknacken. Ach, Mensch, ey. Dab, 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 dab. Ja, komm, überspringen hier. So. Überspringen. Miau. Und wieder raus. Und immer noch alleine unterwegs mit Alf. Brittany muss wieder in der Höhle schlafen. Die arme Kleine. Ah, sie wird's überleben. Da, 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 da. Heute habe ich keine Früchte gesammelt. Schon wieder nicht. Bin so ein Loser. Und den leckeren Zitronendrink. Tut mir leid, Brittany. Bitte halte noch einen Tag durch. Na klar, hier nichts zu essen. Ey, Gürmsen, Gürmsen, Gürmsen. Und er süffelt einfach alle nacheinander. Na, mit diesen Vorräten sollten wir eine Weile auskommen. Was passiert eigentlich, wenn man keine mehr hat? Ist das Spiel dann vorbei? Hoffentlich nicht. So. Ja, sehr schön. Über den Tag verteilt sind die Pikmin gestiegen. Ich hoffe, es liegt der ganze Müll, liegt jetzt noch da rum, den ich da extra vor dem Dings abgelegen habe. Einige Zeit ist jetzt vergangen, seit Brittany aus der Duell gefallen ist. Sie hat in einer Höhle Schutz gesucht und sollte dort sicher sein. Doch ich kann sie nicht hier zurücklassen. Wir müssen schnell einen Weg finden, den Fluss zu überqueren. Ich befürchte, Brittany könnte sonst so hungrig werden, dass sie den Schnee für Eiscreme hält und sich den Magen verdirbt. Alf. Oh, das war echt ein alfwürdiger Spruch. Okay, Freunde, aber es ist genau richtig, den Part zu beenden heute. Speichervorgang gesaved. Schön, Mann. Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Ich hoffe, es ist euch nicht zu chaotisch und ohne System oder so. Ich gelobe Besserung, auf jeden Fall. Es ist ja immerhin schon wieder seit langer Zeit kein Pikmin mehr abgekratzt, nicht wahr? Am Ende eines Tages. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Part von Pikmin 3. Ciao.